Hallo da draußen und herzlich willkommen zu meiner Challenge von Tomb Raider 4 The Last Revelation. Wir spielen dieses Spiel pazifistisch, das heißt ohne einen Gegner zu töten, den wir nicht zwingend töten müssen. Glitches sind nur dort erlaubt, wo sie absolut erforderlich sind, um den Tod eines Gegners zu verhindern. Und ich würde sagen, wir springen doch direkt einmal rein in das liebreizendste Tutorial aller Zeiten. Aber zuerst gucken wir diese Cutscene für Ameisen. Und somit betreten wir diese geheiligte Stätte des Altertums, die ersten Schritte in diesem Grab seit Jahrhunderten. An so einem Ort kriege ich Gänsehaut. Nach Ihnen. Und an unserer Seite ist natürlich wieder der gute Werner von Croy, die Labertasche. Vorsicht, hier ist nichts, wie es scheint. Versteckte Fallen und Fußangeln warten nur auf die Unvorsichtigen. Bleiben Sie dicht bei mir und folgen Sie meinen Anweisungen. Vorsicht, hier ist nichts, wie es scheint. Alle paar Meter werde ich Sie anlabern und Sie können nichts dagegen tun. Wir versuchen in diesem Level natürlich möglichst alle Medipacks zu bekommen. Im Tutorial gibt es noch keine Gegner, die man erschießen könnte. Insofern wird das relativ standardmäßig. Wegen des Wissens, das hierin liegt, sind schon viele gestorben und nicht die schlechtesten. Grausame Naturen haben dieses Wissen gegen ihr eigenes Ende eingetauscht. Deshalb müssen wir diesen Ort respektieren. Wir werden nicht vom Weg abweichen und Sie werden sich genau an meine Anweisungen halten. Hier entlang. Alles klar. Warum auch nicht? Es ist nicht so, als hätte ich dieses Tutorial schon zum dritten Mal gesehen. Jetzt springen wir rein und dann sterben wir, denn da sind böse Stachelfallen. Deshalb müssen wir kurz darauf warten, dass der gute Werner mit seinem Dolch da ein bisschen rumfuchtelt und die Fallen deaktiviert. So, danke Werner. Ich glaube, hier unten ist noch ein Secret das oder so. Das erste Hindernis. Ein kleiner Hopser um Ihren, wie sagt man, Mut zu testen. Drücken und halten Sie die Gehentaste. Danach drücken Sie auf Vorwärts. Drücken und halten Sie die Gehentaste. Ich werde nicht darauf eingehen, womit Sie Gehen belegt haben, sondern einfach von einer Gehentaste labern. Finde deine Gehentaste doch selbst, du Spacken. Jo, da haben wir schon den zweiten Schädel. Es gibt, glaube ich, 7 Schädel, die wir in diesem Tutorial finden können. Ich werde mal versuchen, sie alle zu nehmen. Los, mein Kind, das ist nur ein kleiner Appetithappen verglichen mit den Gefahren, die vor uns liegen. Drücken Sie gleichzeitig auf Vorwärts und springen. Kommen Sie, mein Kind, das ist nur ein kleiner Appetithappen verglichen mit den unendlich langen Cutscenes, die vor uns liegen. Drücken Sie auf Halt die Klappe und springen. Ich glaube, hier liegt nichts drin, oder? Nee, aber das ist ein böses Wildschweinlein, das dürfen wir nicht töten, aber wir könnten es auch nicht, wenn wir wollten. Nur Geduld, mein Kind. Mangelnder Respekt ist der Weg zur Sorglosigkeit. Unser Weg liegt jenseits dieses Stroms. Dieses Stroms, dieses kleinen Bächleins. Wir schauen trotzdem noch kurz hier unten lang, denn hier gibt es ebenfalls einen wunderbaren Schädel und einen Weg, ein paar weitere Dialoge zu überspringen, glaube ich. Wenn man einfach ganz fest gegen die Wand seinen Kopf haut. Nein, ich glaube, ja, man kann direkt hier hoch. Yay. Ein nützlicher Riss, gezeichnet von der Hand der Zeit. Für das untrainierte Auge nicht zu sehen. Doch. Sie sind ein richtiger Superheld, Werner. Ah ja, Superman. Ah ja, Plappermaul. Ja, dieser... Laufen Sie zur Wand, drücken Sie dann vorwärts und halten Sie die Aktionstaste gedrückt, um zuzupacken. Nun drücken Sie die rechte Pfeiltaste, um sich darüber zu schwingen. Dieser Typ wird uns zum Glück nicht das ganze Spiel über voll labern. Oh mein Gott, bin ich gerade wirklich runtergefallen. Ich bin ein richtiger Tomb Raider-Profi, müsst ihr wissen. Bin der Beste. Der Beste. Wie man das korrekt aussprechen sollte. Und wir müssen einfach an diesen Riss. Ich hoffe, er labert mich jetzt nicht nochmal an, weil ich kläglich gescheitert bin. Sieht nicht so aus. Ich bin zu dumm, um mich festzuhalten. Wir machen es auf dem Standardweg. So. Klack, 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 la 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 la, klack, klack. Drücken Sie nun die Vorwärtstaste, um hochzuklettern. Ich kann hier nicht weiter. Es ist eindeutig zu niedrig.
Hier geht es steil hinab. Drehen Sie sich deshalb um und wenden Sie sich von der Tür ab, drücken Sie gleichzeitig zurück und die Aktionstaste. Lassen Sie die Aktionstaste wieder los, damit Sie zu Boden fallen. Alles klar, das können wir. Sogar stylisch, wenn du nicht im Weg stehst. Das ist Ihre Chance, sich Ihren Lebensunterhalt zu verdienen, junges Fräulein. Der Mechanismus zur Aktivierung der Brücke liegt auf der anderen Seite des Stroms. Diese Flüsse fließen durch Kammern und Höhlen tief unter den prähistorischen Vorbergen. Als Konsequenz. Einfrieren, würde ich mal sagen. Haben Sie wieder mal eine Ihrer Gichtattacken, Werner? Jo, dafür bezahlt uns der gute Werner. Er ist nämlich zu faul, um selbst hier rumzuschwimmen. Deshalb sollen wir das erledigen. Und hier liegt natürlich noch ein schönes Schädelchen. Ja, wie gesagt, dieses Tutorial wird vergleichsweise einfach, aber das würde man ja auch vom Tutorial erwarten. Was uns in den restlichen Leveln so erwartet, welche Gegner es gibt, welche Gegner wir nicht umgehen können vielleicht, das weiß ich noch nicht. Ich bin vollkommen unvorbereitet, so wie ihr mich mögt. Hier ist offenbar erstmal nichts für uns. Aber wo ist dann was für uns? Ah, ich glaube, ich weiß es. Wir müssen einfach hier auftauchen. Da so ungefähr. Da. Oder Ihren unvergleichlichen Seetang. Nichts gefunden, Lara? Na gut. Verwenden Sie die Vorwärtstaste und die Links- bzw. Rechtspfeiltasten, um sich über die Wasseroberfläche zu bewegen. Wenn Sie die Küste erreicht haben, drücken Sie die Aktionstaste und steigen aus dem Wasser. Die Küste. Suchen Sie nach einem Hebel oder Druckpunkt. Ganz in der Nähe muss einer sein. Wenn Sie ihn gefunden haben, drücken Sie die Aktionstaste, um ihn zu aktivieren. Ich bin dabei, aber ich stehe auf der falschen Seite. So. Jetzt kann der gute Werner auch darüber. Was für ein Glück, dass es diesen einfachen Weg für den alten Greis gibt. Und er muss uns die Tür öffnen, damit wir nicht ohne ihn gehen können. Ich würde ihn gerne einfach hier zurücklassen. Sie holen sich noch den Tod in diesen Klamotten, meine Liebe. Ein kleiner Sprint diese Leiter hoch wird sie wieder abtrocknen. Diese Fürsorge ist doch sonst nicht Ihre Art. Liebste Lara, Sie sind eine überaus wertvolle Karte in diesem Spiel. Sie alte Romantiker. Ja, manchmal jedenfalls. Ja, meistens jedenfalls nicht. Jo, er ist ganz fürsorglich. Sie schieben Sie zur Leiter und drücken Sie nun die Aktionstaste, um darin hochzuklettern. Halten Sie die Taste weiter gedrückt und verwenden Sie die Vorwärtstaste, um bis ganz nach oben zu klettern. Ich hing schon an der Leiter. Nur wegen dir musste ich wieder loslassen. Er ist auf jeden Fall ein ganz fürsorglicher Geselle und er merkt natürlich, dass unser T-Shirt nass ist und empfiehlt uns, es auszuziehen. Wir lassen das mal. Legen Sie ihn um und kehren Sie danach so schnell es geht zurück. Die Aufgabe ist fast gelöst. Dort oben befindet sich ein weiterer Werner. Legen Sie ihn um und kehren Sie schnell zurück. So, Wernerlein. Was gibt's? Der Rest ist nur noch ein Katzensprung. Drücken Sie springen und danach drücken Sie auf vorwärts und schwingen sich hinüber. Die Aktionstaste bloß nicht loslassen, sonst nehmen Sie nochmal ein Bad. Oh nein, das wäre ja schrecklich. Es wäre ganz gut, wenn du mal ein Bad nehmen würdest, dann müsste ich deinen Gestank nicht bis hierhin ertragen. Ist aber nur so ein Gedanke an der Stelle, ist nur konstruktive Kritik. Mach, was du willst, alter Kauz. So, da oben hin können wir leider nicht. Ich habe mich schon immer gefragt, was da oben auf uns wartet. Wahrscheinlich nichts. Und er klettert ein bisschen schneller als wir, der Halunke. Dafür klettert er aber ganz vorsichtig bis ganz zum Ende. So, ich glaube, dass hier irgendwo... Also zum einen gibt es dieses böse Schweinchen. Aber ich glaube auch, dass hier irgendwo noch ein Secret versteckt ist. Und wir müssen dieses Secret sammeln, weil ich sonst nicht mehr in den Spiegel gucken kann. Da ist es ja, das Secret. Wieso habe ich eigentlich Saves? Ich dachte, ich hätte die gelöscht. Naja, das sind auf jeden Fall die Saves aus einem früheren Playthrough. Pleitrug. Autsch. Hast du verdient. Immer, das ist eine reine Materialprüfung. Wir müssen checken, aus welchem Material diese Wände sind. Immer, wenn Lara sich den Kopf gegen eine Wand stößt, hat sie es eigentlich verdient.
Und hier gibt es ein kleines Easter Egg. Dieses Skelett hält eine Peitsche und einen Hut in der Hand. La 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 la, la la la, la 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 la. Was könnte das bloß für eine Anspielung sein? Ein Schädel, yay. Davon steht nichts in meinem Heft. Ich fürchte, es lässt sich nur von innen öffnen. Wir müssen unter dem Gitter hindurch und auf mögliche Fallen achten. Mit wir meinen Sie mich, nehme ich an. In der Tat. Mein massiger Körper könnte mögliche Fallen auslösen. Sie hingegen können unbemerkt passieren. Wie passend. Sein massiger Körper. 5 Meter lang, 2 Meter breit. Umgekehrt. 5 Meter breit, 2 Meter hoch. Das ist Werner von Kreu. Werner von Kreu, ein Fischliebhaber. Und ein weiterer Schädel erwartet uns in dieser großartig versteckten kleinen Passage. Yeah, Lara, du hast einen schönen Hintern. Bewege ihn bitte schneller. Also ich meine vorwärts. Und hier ist der geschichtsträchtige Moment, in dem Laralein endlich seinen Rucksack findet. Das Laralein. Oh, da ist ein Toter mit dem Rucksack. Erstmal den Rucksack abrupfen. Die Frau kennt echt keine Scham. Er ist kostenlos, ja? Den Arm gibt's gratis dazu. Das ist ein hochmoderner Rucksackhalter. La, la. Ja, und alles, was wir machen müssen, ist diesen Hebel betätigen. Damit Werners massiger Körper durch die Tür passt. Ich liebe übrigens diesen Move, den es erst ab Tomb Raider 4 gibt, wo sie sich in einen Crawlspace hineinrollt. Jetzt beginnt es. Die Augen der Verstorbenen sind auf uns gerichtet und ihre Rache ist fürchterlich. Wir müssen schnell sein, um schneller laufen zu können. Drücken und halten Sie die Sprint-Taste. Und anders als in den vorherigen Tomb Raider-Teilen können wir nicht erst wieder sprinten, wenn die Sprintleiste vollkommen aufgeladen ist, sondern direkt weiterspringen. Tauchen Sie durch die Öffnung! Tauchen Sie durch die Öffnung! Drücken Sie springen, um eine Tauchrolle auszuführen. Da war weder eine Öffnung, noch konnte ich tauchen, weil zum Tauchen braucht man Wasser. Aber sie haben Dive halt ein bisschen komisch übersetzt. Und hier ist dann, glaube ich, auch schon der letzte Schädel. Es ist Schädel Nummer 6. 8. 8 tatsächlich, wir haben 8. Dann waren es doch 8. Verdammt. Sie haben also den Garten der 5 Türme gefunden. Gut gemacht, mein Kind. Zur Rechten sehen Sie den Weg der Ketzer. Zu Ihrer Linken erkennen Sie den Pfad der Tugend. Ich fühle mich so ketzerisch heute. Ja, das sagt sie jetzt nur, weil wir alle Secrets gefunden haben, all diese Schädel. Deshalb öffnet Werner jetzt auch diesen Gang, den Pfad der Ketzer. Ansonsten würden wir hier durch den Pfad der Tugend laufen und das sieht im Prinzip genauso aus wie dieser Raum hier gleich, nur mit ein bisschen Wasser im Becken. Nicht in Laras Becken, jetzt sondern in diesem. Nicht wahr? Wie Sie sehen, ist das nichts für schwache Herzen. Wie fühlen Sie sich, Kleines? Ach, ich könnte mich glatt daran gewöhnen. Und ich habe in den Grafikeinstellungen die volumetrischen Effekte an. Er sieht sehr geil aus in diesem Raum, sieht in manchen Räumen aber scheiße aus. Drücken Sie zunächst auf Vorwärts, dann drücken und halten Sie die Aktionstaste. Sobald Sie am Vorsprung hängen, halten Sie die Taste für das Kriechen gedrückt und schlüpfen durch den Spalt. Wärst du doch bloß nicht durch den Spalt geschlüpft, dann müssten wir uns nicht mit dir abgeben. Und es gibt in diesem Spiel, falls ihr es noch nicht kennt, was ich hart bezweifle, aber falls ihr dieses wunderschöne Spiel noch nicht kennt, es gibt in diesem Spiel endlich Seile. Das war das, worauf alle Tomb Raider-Fans gewartet haben. Schwingen Sie sich hinüber zum Alkoven, springen Sie von der Kante, halten Sie die Aktionstaste gedrückt, um nach der Weinranke zu greifen. Nehmen Sie die Finger von der Aktionstaste, um sie loszulassen. Schwingen Sie sich hinüber zum Alkohol.
Sie werden ihn brauchen. So. Yay. Das ging jetzt noch. Es gibt später schwerere Seilpassagen. Die sind kacke. Und runter da. Bisschen Leben verloren. Das ist nicht so wichtig, denn wir gehen direkt in ein neues Level und da kriegen wir erstmal volles Leben. Der letzte Akt. Sie sind eine Musterschülerin, Lara, auch wenn Sie die oberste Grundregel allen Abenteuers noch nicht kennengelernt haben. Den unbedingten Siegeswillen, koste es, was es wolle. Ich werfe Ihnen den Federhandschuh hin, mein Kind. Wer als erster die Iris erreicht, hat gewonnen. Passen Sie gut auf sich auf, alter Mann. Ich werde keine Rücksicht nehmen. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Ich zähle bis drei. Eins, zwei... Und er lügt uns einfach an. Auf die drei könnt ihr lange warten, die kommt nicht. Ich werde jetzt mal versuchen, schneller als er zu sein. Aber diese Passage hier kenne ich nicht so wirklich auswendig. Weil ich habe einen Speedrun hierzu mal geübt. Da hat man aber nicht die ganzen Schädel gesammelt. Und wenn man die Schädel im letzten Level alle gesammelt hat, dann ist man hier in einem anderen Abschnitt. Und ich mag ihn direkt nicht. Ich glaube, Medipacks und so kann man hier nicht übersehen. Wo ist er hin? Wo ist Werner? Was ist bloß mit Werner los? Das sieht gar nicht gut aus. Ja, auch hier wieder ein bisschen unfair. Er klettert deutlich schneller hoch als wir. Dafür können wir durchsprinten, während er hin und wieder stehen bleibt, aus Gründen, die wir nicht herausfinden werden. Alte Männer eben. Hier durch. Hier rüber bestimmt, hoffentlich dann auch mal. Oh Gott, rechts oder geradeaus? Ich probier's mit geradeaus. Könnte falsch sein. Ist sehr wahrscheinlich falsch. Werner hat eine Zugbrücke fallen gelassen. Nicht sehr nett von ihm. Alter! Okay, Leute, das war der erste Tod im Tutorial. Ich sollte das Maul nicht so aufreißen. War vielleicht auch nicht der beste Weg, den wir genommen haben. Wobei, ich glaube, das hätte man überleben können. Und zwar muss man das Folgende tun. Direkt Nee, das ist einfach nur tot. Wenn man dahin langläuft, ist man einfach nur tot. Okay. Hier ist eine Sackgasse. Schön. Schön. Warte mal, aber er hat doch jetzt die Brücke fallen gelassen. Wie komme ich denn dann jetzt weiter? Werner? Das war nicht nach den Regeln, dass du einfach die uralte, seit Jahrtausenden da hängende Brücke fallen... Fuck! Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Hallo? Leben hier vielleicht Delfine, Wale, Haie? Haiwaldelfine. Das sind die schlimmsten. Wahrscheinlich laufen wir gerade in die falsche Richtung. Oh nein, wir haben aufgeholt. Irgendwie. Bitte sag, dass dieser Sprung geht. Ja. Ach, verdammt, zu spät festgehalten. Wir schaffen es nicht. Werner wird der Erste sein. Er wird die Welt erobern. Das jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber er wird der Erste sein. Er wird definitiv der Erste sein. In dem Fall endet die Pazifisten-Challenge hier. Denn ich werde ihn aus Wut erschießen müssen. Hoffe, ihr habt... Oh mein Gott, das ist nicht sportlich, mein Freund. Ja, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich Werner nach der Aktion abballern muss. Es geht nicht anders. Und falls man es noch nicht bemerkt hat, Tomb Raider 4 ist einer der Tomb Raider Spiele, eins der Tomb Raider Spiele, die ich zumindest ohne Glitches relativ wenig kenne. Da kenne ich die anderen bedeutend besser. Deshalb werden wir hier auch so manchen Fail erleben. Zum Beispiel, dass ich jetzt mit zwei Wildschweinen hier unten herumspiele, während Werner oben das Ziel erreicht. Mein Gott, wie komme ich da hoch? Ja, hört jetzt auf, Wildschweine, es reicht. Also hier kann ich nicht mehr hochklettern. Es muss aber einen Weg geben. Seid ihr Ranken oder so? Kann ich hier hochklettern vielleicht? Nicht so wirklich. Doch,
Okay, das wäre die Lösung gewesen. Ich glaube, wir schaffen es nicht mehr vor, Werner. Würde mich sehr wundern. Leicht zu übersehen übrigens, der gute Werner ist hier reingelaufen. Einfach in das Maul der steinernen Kreatur. Hinein. Und da sind wir. Alles in allem bin ich doch noch kein alter Mann, nicht wahr? Kommen Sie, mein Kind, bei diesem Mechanismus müssen wir beide anpacken. Die Inschrift droht allen mit Vergeltung, die versuchen, sie zu entfernen. Alles alter Hokuspokus. Vergessen Sie diesen Nonsens und kommen Sie hierher. Das hier hat nichts mehr mit vergifteten Pfeilen und Grabfallen zu tun. Wir sollten diesen Dingen einfach mehr Respekt entgegenbringen. Ah ja, das sagt natürlich die berühmteste Archäologin, die Welt je gesehen hat, nicht wahr? Nein, ich bin der renommierte Archäologe und Abenteurer Werner von Kreu und Sie werden tun, was ich sage. Gehen Sie zur Wand und legen Sie den Hebel um. Wie war das doch vorhin gleich? Mangelnder Respekt ist der direkte Weg zur Sorglosigkeit? Gott, wie ermüdend. Legen Sie endlich den Hebel um, Miss Croft. Auf Ihre Verantwortung, Herr von Kreu. Etwas mehr Vertrauen in meine Erfahrung, mein Kind. Und Sie werden mehr lernen als simple. Was sagten Sie? Mein Bein! Ich bin gefangen! Mein Bein ist eingeklemmt! Helfen Sie mir, Lara! Lara! Halten Sie durch! Ich bin schon unterwegs! Jo, und das war ein Ereignis vor langer, langer Zeit. Jahre sind seitdem vergangen. Wir haben eben noch die junge Lara Croft dabei beobachten können, wie sie ihren Mentor ins Verderben stürzt. Und jetzt seht ihr die alte Lara Croft, wie sie mich ins Verderben stürzt. Eigentlich hat sich nichts geändert in all den Jahren. Oh, doch, eine Sache hat sich verändert. Ich habe jetzt endlich die Cutscenes im LP, wenn auch in Ameisenformat, aber so sind sie nun mal.
Und yo, hier beginnt es dann. Hier werden wir Waffen zur Verfügung haben zum ersten Mal. Hier werden die ersten wirklichen Gegner uns angreifen. Seien das Schakale, seien das giftige Skorpione und wir müssen irgendwie damit klarkommen. Die Medipacks, die wir im Tutorial gesammelt haben, behalten wir glücklicherweise. Was mir auch sehr helfen wird, ist, dass das Leben in diesem Spiel, immer wenn man einen Levelabschnitt verlässt, wieder aufgefüllt wird. Das wird eine große Hilfe sein, denn ich glaube, so viele Medipacks, wie wir brauchen würden, gibt es gar nicht. Und wir sammeln natürlich zuerst alles auf, darunter auch diese wunderschöne Schrotflinte. Und wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Bis dahin, ciao!